Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Oben rechts der kleine Hinweis, das Spiel wurde mir kurz von wieder zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wir sind in der vierten Liga und haben 2 Punkte. Alles nicht ganz so geil. Es ist schwieriger. Saarbrücken ist uns deutlich überlegen. Quasi. Wir schauen mal. Oh, wie spielen die denn? Was haben die für eine komische Abwehrformation? Ich kann den nicht weiter nach vorne ziehen, leider. Okay, Edelmann. Edelmann, du kriegst... Das kriegst du den Ball, ne? Warten, nee, dann bleibt der Edelmann da, dann geht der Ried darüber. Die drei sind da, das ist okay. Wie sieht's aus mit Energie? Energie ist okay. Wir bringen den Schiff mal für den Smelser. Wir haben gerade keinen RV drin, das heißt, da nehmen wir auch keinen rein. Wir probieren es einfach. Wir werden sehen, was passieren wird. Anstoß für Saarbrücken. Rot gegen Rot ist sehr, sehr gut. Das kann man sehr gut auseinanderhalten. Habe ich gut gemacht. Gut, dass das nicht in Echtzeit abläuft hier. Okay, wen haben wir da? Der Hieke. Wird er abziehen? Der Hieke zieht ab, aber der Kolb kann den Ball halten. Sehr, sehr gut. So, Monsieur Kolb. Langer Pass gibt keine Bonusaktion. Da würde lange Pass eine Bonusaktion geben. Ist aber relativ riskant. Dann spielen wir lieber zu ihm. So, Schänzer. Pass in den freien Raum. Gibt auch keine Bonusaktion, weil kein Gegner da steht. Aber wir spielen dahin, dann geht er hin und die zwei gehen auch hin. Das ist natürlich die Frage. Verteidigung 32, Verteidigung 25. Wir probieren es einfach mal. Nein, kann den Ball leider nicht halten. Schade, 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 Schokolade. Okay, wir haben noch einen Zug. Schiff, probier mal. Nein, schade. Hat leider nicht geklappt. Vielleicht hat mich auch das Glück verlassen nach dem sensationellen Amateur-Meistertitel. Läuft hier nichts mehr wirklich gut. Aber der Kolb ist wieder da und fängt den Ball ab. Das ist sehr, sehr gut. Wird er jetzt nochmal angreifen? Er greift an, kriegt den Ball sogar. Das ist sehr, sehr schlecht. Kriegt zum Glück keine extra Aktion. 35-35. 20-35. 34-35. Du probierst es mal. Nein! 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 Bei Elfmeter wählt der Gegner die Schussrichtung, während sie als ob die Sprungrichtung wählt. Klicken Sie auf eine Zone, um sie auszuwählen. Gehen wir nach rechts und bestätigen die Zone. Ja! Ja! Der Schrot hat den Elfmeter gehalten. Das ist fantastisch. Kannst du nicht einen normalen Pass hinmachen, bitte? Einen normalen Pass hinmachen, bitte. Da ist ein Junge, da ist ein Gegenspieler im Weg. Aber ich spiele lieber sicher zum Edelmann. Jetzt haben wir noch eine Aktion. Könnte jetzt auf den Schänzer spielen. Nein, kann er nicht. Könnte da einen normalen Pass hinmachen. Das ist die Frage, ob er durchkommt. Oder der Edelmann versucht, den Ball zu halten. Es sind noch 13 Aktionen in diesem Spiel offen. Ich versuche mal den Ball hier zu halten. Vielleicht schafft der Edelmann das. Der rückt in die Mitte und macht Pressing. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt rückt er, macht auch Pressing. Ja, und dann ist der Ball weg. Doppelpressing und dann Angriff ist natürlich kacke. Da haben wir nicht viele Chancen. 4-43. 3-43. Kack, ey. Okay, Pressing. Wir probieren es. Haben es leider nicht geschafft. Ah, mich scheint das Glück ein wenig verlassen zu haben. Und der zieht jetzt ab. Und Kolb ist nicht auf seiner Position. Aber der Torwart hält. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Warum steht da nur 1? Sind die Tabellenführer und haben kein Kürzel mehr. Wir können ja noch 3 Aktionen. 13-110. 13-110. Tja, kriegen den Ball eh nicht mehr wirklich nach vorne. Wenn wir da durchkämen, kommen wir leider nicht. Schade. Na, probieren wir mal den Ball zu holen. Schaffen wir nicht. Egal. Ist eh vorbei. Erste Halbzeit ist rum. 0-0 mal wieder.
Was hat er da? Achso, also der Edelmann kann umsonst pressen quasi. Wir nehmen mal den Lobstein rein. Nicht für den Kolb, bitte nicht. Sondern für den Scherich. Und dann kann er wenigstens auf seine Wesen ein bisschen weiter auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Wir werden es erleben. Wir haben Anstoß. Der Edelmann ist am Ball. Da kommt ein Zwölfer dazwischen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wenn er jetzt dahin geht, dann kommt er da, kommen beide daran. Wenn ich dahin gehe, kommt nur er daran. Verteidigung 32, Verteidigung 36. Wenn er direkt abzieht, ist gar nicht so schlecht. Dann probieren wir mal hier hinzukommen. Vielleicht dürfen wir den Ball behalten. Nein, hat er eine 1? Warum wirft er denn eine 1? Ich bin gerade schon gefrustet von der Prey-Aufnahme in Football Tactics gegangen und hatte gehofft, hier läuft es ein bisschen besser, aber noch läuft es nicht besser. 19 zu 35, 4 zu 35. Aber du kannst auch umsonst pressen, ne? Ne, kann er nicht. Ich dachte, der könnte umsonst pressen. Okay, wir haben den Ball wieder. Er ist jetzt motiviert. Nein, nein, nein. Er ist jetzt motiviert. Ich kriege mal keinen normalen Pass hin. Er ist motiviert. Ich würde so gern weg von ihm. Ich versuche den Ball zu halten. Oh, nice. Okay. Oh, er ist auch noch verletzt. Poschner ist verletzt. Dann kommt der Knobloch für ihn rein. Hey, Mr. Edelmann. Das wird gar nichts geben. Warte, er kann doch hier Pass in den freien Raum. Gibt aber keinen Bonus, weil kein Gegenspieler da ist. Und könnte vielleicht hier. Ne, da ist auch kein Gegenspieler dabei. Schade. Aber wir können den Ball immerhin noch erlaufen. Mit einem Täubner. Ich komme mit meiner, quasi mit der Taktik, mit der ich in der Amateurliga noch ganz gut gefahren bin. Wo wir gut gewonnen haben, komme ich hier nicht weiter in der nächsten Liga. Das klappt alles nicht mehr so. Das ist ganz schön ärgerlich. Aber der hätte ja wahrscheinlich nur umsonst pressen können, wenn er auf seiner RM-Position ist, würde ich jetzt mal sagen. Wir probieren mal hier den Passweg zuzustellen. Dass er nicht hierhin so gut passen kann. Aber jetzt läuft er natürlich dahin und dann hat er da den Passweg frei. Eine Aktion hat er noch. Aber Kolb ist noch da. Spielt den Ball dummerweise direkt zu ihm zurück, was ein bisschen kacke ist. Bei 35, 43, 26, 43. Wir probieren es mal. Nein. Schade. Ich dachte, es klappt vielleicht, weil da hätte ich mir die Pressing-Aktion gespart, aber er holt sich den Ball immerhin. Ach, haben wir sogar eine Grätsche gemacht. Das heißt, wir haben jetzt sogar ein Dings bekommen. Das ist sehr schön. Ähm, 16 zu 110. Geil. Kontrolle 12, Kontrolle 14. Da kann er normalen Pass hinspielen. Steht auch keiner im Weg. Und ist eh vorbei. Es ist schon wieder. Ich spiele nur noch 0-0. Ich spiele einfach nur noch 0-0. Das ist doch kacke. Ah, Schrot war der Beste, weil der Elfmeter gehalten hat. Natürlich Edelmann und Kolb haben ein Level Up. Das ist sehr schön. Und Porsche kriegt, glaube ich, hier ein Upgrade, genau.
So, Amateur-Mittelfeldspieler wirst du natürlich. Sehr gut. Kannst die zwei Felder ohne Ball bewegen, das ist super. Er zeigt in jeder Rolle eine schlechte Leistung. Das ist, ja, sehr, sehr gut. Okay. Drei Fans haben wir verloren. Das tut mir sehr leid für die Fans. Was sind das für Kack-Fans, die einfach... Ey, wir sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Geil. Okay, was haben wir hier für eine Poschner? Achso, hat es schon wieder erholt. Das ist ja sehr, sehr schön. Das freut mich. Das Spiel gegen Energie Cottbus. Uiuiuiui. Das wollte ich gerade. Ah doch, hier komme ich auch hin. Poschner. Pass in den freien Raum, dann lerne. Lerne RS. Du könntest mal lieber Pässe lernen. Die lernen alle Verteidigung, die lernen alle Genauigkeit, das ist gut. Knoblauch lernt auch mal lieber Pässe. Und du lernst mal Genauigkeit, weil du sollst ein Stürmer werden. Du lernst mal Kontrolle. Okay, wie spielt der Gegner? Der Gegner spielt, interessant. Reed spielt da mal da. Da haben wir die da alle gedeckt. Der. Warte mal, haben wir nicht einen LV? Doch, wir haben den Taggart als LV. Dann kann der auch da spielen. Da freut er sich, wenn er LV spielen darf. Der macht mir ein bisschen Sorgen, aber ich glaube, das lasse ich. Was hat er denn da? Warum hat er so einen Nupsi da? Warum hat er denn da so einen Nupsi? Ich verstehe das nicht. Okay, der Edelmann könnte aber, glaube ich, eh mal raus. Dafür bringen wir den Knoblauch. Dann sollte aber Reed bitte den Anstoßball haben, weil er hat noch am meisten... Ne, der Knoblauch hat am meisten Pass. Okay, das ist gut. Ich hatte das mit Genauigkeit verwechselt. Okay, vielleicht war es auch ein großer Fehler, den Lippel zu verkaufen. Das waren 100.000 Euro. Das war halt schon sehr, sehr krass. Okay, wir probieren es gegen Energie Cottbus. Diesmal können wir auch die Trikots besser auseinanderhalten. Vielleicht hilft uns das auch einfach vom psychischen Faktor her. Das kann ja auch sein. 16-7, sehr gut. Die geht schon mal vorbei. Er kommt dazwischen. Können wir den Ball halten? Ja, können wir. Sehr gut. Oh, kriegen sogar einen Freistoß. Noch viel besser. Stellt jetzt natürlich den ganzen Strafraum zu. Warte mal, wer ist denn hier? Kolb ist der beste Passer, ne? Aber dann ziehe ich ihn halt da hinten raus. Das ist ein bisschen kacke. Ja, egal. Der Kolb wird den Freistoß ausführen. Bis dahin. Bis dahin. Dann passen wir zu ihm. Und er probiert es einfach mal. 34, 40, 61. Ja! Ja, wir haben wieder ein Tor geschossen. Schenzer hat ein Tor geschossen. Es steht 1-0 für Bayer Leverkusen. Das ist der Wahnsinn. Lange kein Tor mehr geschossen. Unfucking fassbar. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So darf es bitte weitergehen. Okay, er passt zu Jeratsch. Jeratsch hat jetzt hier ein Feld frei, wo er hingehen könnte. Er zieht direkt ab, aber der Kolb ist da. Kann den Ball leider nicht kontrollieren, aber egal. So, er holt ihn sich. 37 zu 35. 33 zu 35, schade. Sehr gut, er holt sich den Ball dann. Kontrolle 3. Kannst du zu ihm passen? Ja. So, erstmal durchs Mittelfeld wieder. Er hinterläuft uns. Das ist sehr interessant. Will jetzt von hinten angreifen. Der Kolb positioniert sich jetzt wieder neu. Er macht nur Pressing. Kolb positioniert sich nochmal neu. Und dann mit so viel Pressing kann der Poschner den Ball leider nicht halten. Alles klar, er hat jetzt noch eine Aktion. Hält den Ball, alles klar. Muss mal Pressing. 19 zu 31. Bin vielleicht immer ein bisschen zu gierig.
Oh nein. Kolb, 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 stell dich in den Weg. Sehr gut. Oh nein, der wird jetzt abziehen. Nein, er geht nochmal nach außen. Nein, du Idiot. Ich habe gar nichts gedrückt, das macht er selber. Okay, diesmal gehen wir nach links. Nein! Nein, du Idiot. Warum geht er denn automatisch dazwischen und fault ihn dann im Strafraum? Was ein Scheiß, ey. Was ein Scheiß. So, wir probieren es jetzt nochmal. So wie eben beim 1:0. Gehen jetzt dahin. Können den Ball da halten. Jetzt von da abziehen würde. 34, 40. Ah, schade. Okay. Aber ich muss auch mal den Gewaltschuss ausprobieren, glaube ich. Sehr gut geblockt vom Knobloch. Aber er kann sich durch den Ball holen, der Feller jetzt. Verbraselt dadurch natürlich eine Aktion. Er geht weiter nach außen. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Dann den mal. Ne, warte. Ich überlege gerade. Wenn ich den jetzt da hinstelle, ist der Passweg zu dem zu und der Passweg zu dem zu. Das heißt, der Reach jetzt erstmal dahin. Der Knobloch stellt sich dahin, dann kann er eventuell nicht dribbeln. Und der Knoblauch macht nochmal Pressing. So, gucken wir mal. Das war ihr Halbzeit. Ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geachtet, Mann. Ball gegen Ene. Okay, besser Spieler ist der Knoblauch. Das ist sehr schön. Den lassen wir auch mal durchspielen. Aber dafür, der Kolb, ich will den Kolb nicht rausnehmen. Wir müssen mal dringend auf dem Transfermarkt nach dem Libero gucken. Nee, sorry, Kolb, du musst drin bleiben. Ohne dich als Libero da hinten sieht es, glaube ich, ganz, ganz schlecht aus. Okay, Jarac wieder am Ball. Jarac zieht ab, aber Kolb ist da. Keine Ballleiter. Ach doch, er läuft ihn sicher. Stimmt. Sehr gut. Schenza. Versuchen wir den Ball zu halten. Das können wir eher im nächsten Zug irgendwas machen. Jetzt haben wir natürlich hier einen Motivierten. Gegen den können wir schon mal den Ball halten. Das ist sehr gut. Gegen den Feimer. Der ist jetzt auch motiviert. Darf sogar nochmal. Was? Ich dachte, wieso darf der denn zweimal angreifen? Hahaha, der Knobloch. Sehr gut. Der presst jetzt. 1:60, da können wir keinen normalen Pass machen. Da können wir einen normalen Pass machen. 1:09. Machen wir lieber da einen normalen Pass hin, weil der gerade so gepresst wird. So Poschner. Da können wir auch einen normalen Pass hin machen. Auf unser Schiff. So, der hat jetzt keine Fertigkeit leider. Okay, pass auf den. Vielleicht kann er den Ball halten bis zum nächsten Zug. Und da motivierten. Oh, sehr gut. Ja, wollte gerade sagen, das war ein Foul. Oh nein, Schenza ist verletzt. Der Smelser kommt. So, er positioniert sich. Wir haben wieder die Chance, wie beim 1:0. Kolb, du wirst den schießen. Genauigkeit. Okay, unser genauester Spieler ist weg, aber er hat den Kanonenschuss. Ich würde mir gerne jetzt nochmal die Kanonenschuss angucken. Okay, das ist natürlich, da darf auch keiner dazwischen stehen irgendwie, ne? Das ist das Problem. Du bist dahin. Passt zu dem. Dann löst sich schon mal die Mauer auf. Probier jetzt mal mit einem Gewaltschuss. Okay. Sehr gut abgefangen, sehr gut abgefangen.
Wenn wir jetzt den Ball halten können, können wir leider nicht. Schade, schade, schade. 6:12. 3:12. Mach du doch mal Pressing. So, aber Knobloch hat auch keine Fertigkeiten, die uns jetzt noch einen extra Zug geben können. Das heißt, wir sind gleich nicht mehr, sind nicht mehr am Ball. Aber ich würde ihn halt gerne noch ein bisschen wegkriegen hier. Nein, nein, nein. Ja, warte mal, was hat der? Der hat 18, der hat 12. Dann machen wir einen Pass und keinen Positionstausch. Und wir hoffen jetzt, dass wir jetzt nicht mehr in den letzten drei Zügen hier noch ein Gegentor kriegen. Sehr gut. Oh, ich darf noch, ich darf noch. Hä? Warum auch immer, aber ich darf noch. Da kriegen wir den Ball nicht hin. Wir können nur... Das ist ärgerlich. Ich könnte jetzt gucken... Der Kolb steht da vorne. Warte mal. Könnte ein Feld laufen. Oder er kommt ihm vielleicht ein bisschen entgegen. Jetzt kann er da nochmal einen Pass. Da ist halt eh vorbei. Wir probieren es einfach nochmal. Schade. Schade. 1:1. 1:2. 0:0. 0:0. 0:0. 1:1. Ah, schade. Das hätte es echt sein können. Wäre dieser blöde Elfmeter nicht gewesen. Knobler hat noch ein Level up. Und war auch Spieler des Spiels. Das ist sehr, sehr schön. So, und Schänzer hat noch hier ein Upgrade für Stürmer. Das ist super. Zweite Fertigkeit trainierbar. Du bist doch erst 29, das ist gut. Dann kannst du nämlich dann die zweite Fertigkeit gleich noch lernen. So, 1700 Euro bekommen, 4 Ruhm und 5 Fans verloren. Warum verlieren wir immer Fans? Ja gut, wir sind jetzt wieder Zehnter, aber trotzdem, warum verlieren wir immer Fans? Nur weil wir gerade mal... Schänzer ist wieder fit, das ist sehr gut. Kann ich denn... Genau, so, der Schänzer. Achso, können nicht... Ah, okay. Der kann dann, wenn er eine hat, kann er noch eine lernen. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich muss jetzt dringend mal was essen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Macht's gut. Tschüsschen.